Also ich bin Susanne und ich bin Energetikerin und meine Firma heißt, oder man findet mich unter Your Balance und mache Kinesiologie, Bioresonanz, Lichtsprache, Channeling und Akasha Reading. Wie genau bist du denn da dazu gekommen? Das ist wahrscheinlich für dich was ganz Spirituelles, dass du gesagt hast, ich bin so feinfühlig. Was anderes kommt gar nicht in Frage, wahrscheinlich in die Richtung, oder? Ja und nein, also mir ist das eigentlich erst nachher wieder bewusst worden, dass durch meine Freunde und meine Familie, dass sie mich immer das kleine Häcksle genannt haben, das war mir gar nicht klar so, warum sie das gemacht haben. Und dann habe ich festgestellt, aber durch die Feinfühligkeit oder dass ich oft schon gewusst habe, was kommt oder so im Vorhinein, ja, das war dann so mein Spitzname. Und dazu kam ich selber, weil es mir selber mal nicht mehr so gut gegangen ist und ich wollte eigentlich das nur für mich machen. Und haben dann festgestellt, nein, ich finde das voll super, wenn ich anderen helfen kann. Und das ist das, was ich möchte. Und haben komplett meinen Beruf gewechselt. Das Spirituelle, das wird ja von vielen verglichen mit, das ist das moderne Äquivalenz, wie du gerade angesprochen hast, zur Hexe. Fühlst du dich mit dem Begriff wohl oder ist dir was anderes lieber? Der Begriff Hexe, also für mich hat das nichts Negatives, im Gegenteil. Für mich ist ein Häcksle eigentlich das, dass man anderen hilft und was Positives macht. Weil wenn man auch so gleich zurückgeht in der Geschichte, die Frauen, wo man da verfolgt hat, das ist eigentlich nichts anderes gewesen, als weil sie anderen Menschen geholfen haben und das war halt nicht so geduldet. Also für mich ist was Positives. Ich denke, jetzt haben wir eine gute Überleitung. Und zwar ist ja vom 30. April auf den 1. Mai die Walpurgisnacht. Das ist ja ganz ein besonderer, kann man sagen, Feiertag. Man sieht da, es sei die Hexennacht. Was steckt denn da dahinter? Genau, ursprünglich hat man ja gesehen, da haben sich die Hexen also auf dem Waldberg getroffen und haben sich mit dem Teufel vereinigt und so quasi wir vermählt. Und dann sind die Menschen hergegangen, haben ganz viel Schutzwelle. Und da gibt es dann so die Aberglauben, wir streuen Salz auf Türschwelle, dann sind wir geschützt oder oben Stall. Oder man hat ganz viel Feuerstellen gemacht und dann hat man gesagt, ja, wenn du übers Feuer drüber tupfst, dann kriegst du Glück. Oder wenn man durchrennt, dann wird man vor Seuchen geschützt und wird gereinigt. Und ursprünglich ist das eigentlich eine Gedenkfeier für die Frau Waldburg und das ist eigentlich die Schutzpatronin für und die ist gestanden, dass man für Krankheiten, also dass man keine Seuchen kriegt, dass man geschützt ist im Prinzip, ja. Also ist das eigentlich was ganz Spirituelles und nicht was Böses, sondern was wirklich schützt? Wie ist es denn zu deiner ganzen Geschichte gekommen? Wie siehst du das alles? Ja, wie ist man zu einer Geschichte gekommen? Also für mich ist es definitiv Schutz. Man sieht ja, oder sind die Tore zu den Anderswelten sehr weit geöffnet und man kann noch die größere Verbindung herstellen. Das hat man dann auch gesagt, dass man eigentlich wirklich so Schutzsachen gemacht hat. Oder man ist dann hergegangen, hat so Liebeszauber früher noch gemacht, Schutzzauber und so Sachen. Oder man hat dann auch gesehen, wenn oder wenn man Fruchtbarkeitszauber auch, man war ja dann auch der Meinung, wenn man der Liebesakt auf dem Acker vollzieht, dann wird der Boden, die Fruchtbarkeit geht im Boden in, man kriegt bessere Ernten. Also es ist im Prinzip für mich nur mit Positivem verbunden. Wie ist denn deine Arbeit als Energetiker? Was verbindest du mit der Walpurgisnacht? Mit der Walpurgisnacht verbinde ich für mich einfach, dass man wirklich noch einmal die bessere Connection hat. Gerade wenn man so Channelings macht oder Akasha-Reading macht oder so, dass man wirklich noch mehr Input von der geistigen Welt kriegt. Oder dass so die ganze Reinigungssache, also wenn man gerade so Häuser reinigt, Gebäude reinigt oder so, dass das einfach noch einmal besser funktioniert. Mit so einem Aberglaube darf man schon haben. Stimmt. Wie sieht es denn heute aus? Da gibt es den Aberglaube, da gibt es immer noch mancherorts die Walpurgisfeuer, wo man dann wirklich tanzt. Manche verkleiden sich auch als Hexe an dem Tag und gehen auf Partys. Was sind denn die modernen Rituale da dazu aus deiner Sicht? Wie sollte man das feiern? Ich glaube, es darf jeder so feiern, wie er es gerne möchte. Und was sich da jeder dabei denkt, ist auch jedem überlassen. Aber für mich ist das schon noch ein Zeichen. Das zieht sich jetzt ja schon so lang durch. Also ist ja doch ein bisschen was dran. Und auch die, was aber, also, wo jetzt sagen, ja, mit dem kann ich vielleicht nicht so viel anfangen mit der Spiritualität. Aber so Brauchtüme kommen doch durch. Und das ist ja auch damals eigentlich der Maibau.
Baum entstanden. Das hat man ja auch gerade bei der Walpurgisnacht dann zum Beispiel der Geliebten vor das Haus umgestellt oder so, auch als kleines Ritual, als Liebesbekennung und, und. Also wir haben das nach wie vor auch in der jetzigen Zeit noch und somit ist vielleicht doch noch ein bisschen was dran.